Vielen Dank für die freundliche Einleitung und die Einladung für diese großartige Veranstaltungsreihe. Ich habe schon ganz begeistert und neugierig das restliche Programm durchgeschaut und schon meinen Kalender abgeglichen, wo ich noch mit zuhören kann, weil viele von den eingeladenen Sprecherinnen und Sprechern sind gute Bekannte von mir. Und es ist ja immer wichtig zu schauen, auf welchem Stand die heute sind oder was die mittlerweile alles für tolle neue Projekte aufgerissen haben. Also, mein Name und so ein paar Bröckchen aus meinem Lebenslauf haben Sie gerade gehört. Ich möchte Sie heute auf eine Reise mitnehmen, die sich ähnlich gestaltet wie die Reise, die ich damals 2018 begonnen habe, als ich mich in das Thema künstliche Intelligenz eingearbeitet habe. Und wir werden so vorgehen, dass wir erst einmal zusammenschauen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und schauen, wo es heutzutage überall angewendet wird. Und dann wenden wir uns der Kultur zu und gucken, wo es dort bereits praktiziert wird. Und dann machen wir uns zum Abschluss gemeinsam Gedanken, wie denn die Zukunft aussehen könnte. Und da brauche ich all Ihre Fragen, Ihre Neugierde und Ihre Fantasie. Ganz wichtig als Grundvoraussetzung für alles, was Sie im Kulturbereich, aber auch sonst in Wissenschaft und Wirtschaft machen, ist, dass Sie das Verhältnis der Möglichkeiten und der Variablen in diesem Prozess nicht außer Acht lassen. Das heißt, hier habe ich eine Grafik aus dem Wirtschaftsbereich, deswegen haben Sie da einfach neutral rechts unten eine Organisation. Dort könnte man aber auch wunderbar natürlich einen Kulturbetrieb einsetzen oder auch ein Kulturprodukt. Und dieses Dreieck, das ist immer ganz wichtig, aufrecht zu erhalten. Viel haben wir die Erfahrung gemacht, dass in Wissenschaft, aber auch in Wirtschaft oft dieses Verhältnis ein bisschen durcheinander gerät und dieses Dreieck dann nicht mehr gleichschenklich ausfällt, sondern dass es eine engere Beziehung zu geben scheint zwischen Technologie und Organisation oder Unternehmen. Und wir in der Kultur haben aber natürlich eine spezielle Brille und legen von uns aus oft den Fokus auf den Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hat Kultur auch oder kann einen großen Einfluss auf KI-Technologie heutzutage haben, weil wir solche Prozesse mitdenken, weil wir solche Aspekte wertschätzen. Das einmal vorausgeschickt und dann gehen wir einmal ein Stückchen zurück in der Geschichte, und zwar noch nicht direkt zu künstlicher Intelligenz, sondern ich rufe Ihnen einmal in Erinnerung, bevor man künstliche Intelligenz anwenden kann, braucht man natürlich Daten. Und wir befinden uns alle glücklicherweise schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Digitalisierung. Aber Digitalisierung bedeutet nicht, dass wir haufenweise Digitalisate produzieren und die analogen Prozesse in den digitalen Raum übertragen, sondern bedeutet eigentlich, dass wir unsere Prozesse neu anschauen mit den Möglichkeiten, denen uns die IT bietet, und unsere Daten, die wir die ganze Zeit schon erfassen, auch neu beleuchten. Was davon können wir gebrauchen? Was können wir vielleicht auch ganz anders nutzen, als wir es im analogen Bereich tun würden? Das heißt, ganz wichtig in diesem Prozess ist es, digital denken zu lernen, weil der digitale Raum, das ist wie eine weitere Dimension, das erweitert unsere Möglichkeiten, das transferiert sie nicht einfach in eine andere Dimension, sondern es erweitert die Möglichkeiten. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist eine doch schon relativ lange. Sie sehen an dieser Grafik, dass man erste Systeme schon weit vor den 70er Jahren entwickelt hat. Und damals konnten die KI-Systeme, wenn man sie denn schon so hätte nennen wollen, zum Beispiel die Suche nach dem kürzesten Weg erfüllen und das beantworten. In der nächsten Phase bis 1990 ungefähr war man schon etwas weiter und man konnte schon Wissen über die verschiedenen Möglichkeiten, über den Weg oder die verschiedenen Wege ausgeben lassen. In der Phase Nummer drei haben wir wieder einen deutlichen Sprung.
Und zwar könnte man hier bereits beispielsweise die Auslastung auf den Straßen mit in die Berechnung eingeben lassen. Das heißt, wir haben hier schon eine Form von Massendaten. Und der größte Sprung ist das, was wir eigentlich heute erleben, dass man schon über Formen von autonomem Fahren spricht, dass man verschiedene wissensbasierte Methoden miteinander kombinieren kann. Das erleben wir auch im kreativen Bereich. Aber dazu kommen wir später noch mehr. So, hier habe ich eine Grafik für Sie, die die verschiedenen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zeigt. Auch das hier ist eine Grafik aus dem Wirtschaftssektor, sprich vom Deutschen Institut für Marketing. Aber das soll uns gar nicht stören, denn das, was wir hier sehen, können wir auch wunderbar auf kreative Art und Weise umsetzen für unsere Kulturproduktion oder für unsere Kulturmanagementprozesse, die wir brauchen. Die Bandbreite ist ausgesprochen groß und besonders, wenn wir mit Personen zu tun haben, die noch nicht ganz so vertraut sind mit künstlicher Intelligenz, dann wird oft eine Erwartung formuliert, die eher nach Science Fiction klingt, also sprich eine Form von positiven Terminator, eine Maschine, die alles auf einmal kann. Aber was wir tatsächlich in Realität vorfinden, ist, dass wir verschiedene Inselbegabungen haben. Und gerade diese Inselbegabungen miteinander zu kombinieren, das ist die große Herausforderung der aktuellen Zeit und auch der nächsten Jahre. Einmal nur, damit Sie es mal gesehen haben, wovon alle Welt so spricht, wenn sie von künstlicher Intelligenz spricht, dann sprechen die meisten Menschen von Formen von maschinellem Lernen. Und das kann ganz unterschiedlich der Fall sein. Stellen Sie sich, es gibt auch andere Grafiken, da haben Sie so mehrere Schichten in der Mitte. Sie haben eine Eingabe von Informationen oder einer Frage, die durchläuft diese Schichten, die Interpretationsmöglichkeiten oder auch Filterfunktionen erfüllen. Und dann haben Sie eine Ausgabe. Und das kann zum Beispiel eine Strukturierung von Daten sein, im sogenannten Clustering, oder die Beantwortung, haben wir nun vor uns einen Hund oder eine Katze oder ist es ein Mensch oder welche Zahl sehen wir gerade? Und Klammer auf, es gibt aktuell sehr schöne, einleuchtende und gut strukturierte Ausstellungen zu dem Thema. Zum Beispiel die Ausstellung I Am AI. Die ist gerade im Pheno Wolfsburg zu Gast, kommt aus Heidelberg und tourt dann noch weiter durch die Republik. Also wenn Sie mal Gelegenheit haben, in einem Ausstellungshaus oder einem Science Center diese Ausstellung oder vergleichbare zu sehen, dann machen Sie das unbedingt, weil das ist eine Form von Wissenschaftskommunikation, diese Prozesse sichtbar zu machen und macht auch Spaß nebenbei. Also hier haben wir Machine Learning und dann ganz wichtig, vor allem für den kreativen Bereich, ist ein sogenannter GAN, Generative Adversarial Network, und der arbeitet so, dass Sie auf der einen Seite eine reale Ware sozusagen Datenbasis haben, ein Bild beispielsweise und einen kreativen Generator, der versucht, ein ähnliches Produkt zu erstellen, was das grüne Element, nämlich der Diskriminator, auch als solches reales Bild erkennt. Und dieser Diskriminator entscheidet dann ja oder nein. Wenn er sich für nein entscheidet, dann wird es sozusagen in den Prozess zurückgegeben und der Generator muss nacharbeiten, bis er so ein realistisches Bild, sozusagen das Ziel erfüllt und dieses Bild erstellen kann. Künstler wie Mario Klingemann zum Beispiel haben ganz viel damit gearbeitet und haben große und auf dem Markt bereits zu hohen Preisen verkaufte Arbeiten damit erstellt. Aber natürlich hat die Kultur das Ganze nicht gepachtet, sondern wir finden KI-Anwendungen in allen möglichen Bereichen. Hier haben wir mal ein Beispiel aus dem Versicherungswesen. Es steht kurz bevor, dass es normal ist, wenn Sie mit dem Auto einen Unfall haben, dass Sie dann mit dem Handy einmal das Auto von allen Seiten aufnehmen und das in dieses Layout füttern, sozusagen hochladen. Und dann kann ultraschnell der Schaden erfasst und auch berechnet werden. Und praktisch, bevor Sie zu Hause ankommen, so ungefähr, ist schon die Schadenssumme auf Ihrem Konto oder bei der reparierenden Werkstatt oder sowas angekommen. Also es ist
eine Technologie, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Was tun, wenn wir nicht alle Informatik studiert haben und wenn wir aber trotzdem kreativ mit KIs entwickeln wollen? Es gibt eine Agentur, die sitzt in Dänemark, ist aber international zusammengesetzt. Zum Beispiel dieser Mike Brandt kommt aus Düsseldorf, glaube ich, aus Deutschland. Und die macht AI Design Sprints. Die haben ein Set an Karten entwickelt. Das sehen Sie hier auf den unteren Bildern. Da steht auf der einen Seite ein Stichwort oder eine Erklärung, dann auf der Rückseite über bestimmte Eigenschaften, die KI haben kann. Und dann überlegen Sie sich ein Produkt oder einen Prozess, den Sie entwickeln möchten und welche von diesen Eigenschaften Sie dafür brauchen. Dann gibt es verschiedene Reduzierungsstufen. Und am Ende haben sie dann ein KI-Produkt entwickelt, ohne Informatik studiert zu haben. Und dann folgt die Umsetzung, wofür sie dann jedoch tatsächlich IT-Dienstleister brauchen, die ihnen ein solches Produkt dann entwickelt, was sie schon mal skizziert haben. Dieser Prozess, dieser AI-Design-Sprint ist ausgesprochen anregend. Ich hatte die im letzten Jahr oder vorletzten Jahr sogar mal für eine Kunstveranstaltung eingeladen, um mal mit Kulturschaffenden auszuprobieren, ob die auch mit diesen Kartensets klarkommen und selber kreativ damit arbeiten können. Und das war ausgesprochen fruchtbar und hat eine ganze Menge Spaß gemacht, eben weil man nicht erst sich tief in den Inhalt einarbeiten muss, sondern weil man gleich loslegen kann. Das ist ja der Vorteil von diesen Design Sprints im Allgemeinen. Dann gibt es bundesweit eine ganz tolle Einrichtung, die nennt sich Plattform Lernende Systeme. Und die haben den Zusatz, die Plattform für künstliche Intelligenz, aber Lernende Systeme ist ihr Alternativbegriff, weil viele Leute sich an diesem Wort künstliche Intelligenz stören. Manche sagen, man hätte es Maschinenintelligenz nennen sollen, aber dadurch, dass künstliche Intelligenz als Begriff so weit verbreitet ist, wurde hier auch dieser Zusatz genutzt. Und auf dieser Website finden Sie eine KI-Landkarte beispielsweise, wo Sie Forschungseinrichtungen identifizieren können oder Unternehmen oder andere Anwender. Und wo eine ganze Menge sichtbar gemacht wird. Und diese Plattform Lernende Systeme, die arbeitet mit verschiedenen Gremien, die jeweils auch Paper herausbringen zu verschiedenen Themen, also Medizin, Führung, Mobilität, Energie und alles in Bezug auf KI. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, einmal durchzustöbern, wenn Sie sich in das Thema weiter vertiefen möchten. Eine andere Möglichkeit ist der KI Campus. Hier werden digitale Lernangebote eingestellt, die alle Wissen über KI und entsprechende Kompetenzen vermitteln wollen. Ich habe da mal vor einiger Zeit einen Kurs gemacht über KI und Leadership und der ist wirklich empfehlenswert. Also die ganzen Lernangebote dort sind auf Herz und Nieren geprüft sozusagen und können gut Wissen vermitteln, weil sie einerseits Videotutorials angucken, sie haben auch natürlich auch Texte, sie haben Quizzes, um ihr gewonnenes Wissen abzurufen. Und es gibt eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Themen. Dann einmal sozusagen einen Schnelldurchlauf durch die letzten 5 Jahre. Das Förderprogramm LINK wurde von der Stiftung Niedersachsen 2018 ins Leben gerufen. Und wir haben 2019 dann erstmal Kulturschaffende aus dem ganzen Bundesgebiet eingeladen, für eine Tagung nach Hannover zu kommen und sich Gedanken zu machen, macht KI in dem jeweiligen Arbeitsbereich Sinn? Wir haben mit Expertinnen und Experten das Thema eröffnet und am ersten Tag 7 Vorträge über KI und Aspekte davon, KI in der Hochschulbildung, KI in Kunst und Musik und diese Dinge vertieft, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und diese Blackbox zu entschlüsseln. Und am zweiten Tag sind wir in Workshops gegangen, um das Ganze in die Praxis umzusetzen und uns praktische Fragestellungen zu diskutieren oder auch Gedanken zu machen, was in nächster Zeit da passieren kann.
Das Förderprogramm ging dann im Herbst 2019 mit einer Weiterbildung weiter für Kulturschaffende, nämlich der sogenannten KI-Schule. Wir haben in 6 Monaten Gelegenheit gegeben, 20 Teilnehmenden auch aus dem gesamten Bundesgebiet, aus ganz unterschiedlichen Kultursparten, aus dem Museumsbereich, Musik, Theater war dabei, Architektur, Erwachsenenbildung, Fotografie, Literatur, Film. Also es war, als hätten wir die Zusammenstellung gecastet. So wunderbar hat das gepasst, weil es uns gezeigt hat, wie in den unterschiedlichen Kultursparten mit dem Thema umgegangen wurde. Und über ein Blended Learning Format, das heißt über Video-Tutorials, Programmierübungen in Google Colabs und direkten Blogveranstaltungen, jeweils samstags einmal im Monat, ganztägig, wurde den Teilnehmenden vermittelt, wie sie selbst neuronale Netze programmieren können. Und am Anfang hatten sie eine ganze Menge Fragen und man hat so deutlich den Kulturhintergrund bemerkt, weil sie sich natürlich in diese Materie erst reindenken und einarbeiten mussten und ihnen anfangs ein bisschen die Orientierung fehlte. Aber von Mal zu Mal, also von Blogveranstaltung zu Blogveranstaltung, wurden die Fragen konkreter. Und die Orientierung folgte. Und die letzten 2 Monate dieses Kurses waren dafür reserviert, dass sie eigene kreative Projekte mit den neu erlernten Handwerkstechniken umsetzen konnten. Und sie haben dann Apps entwickelt. Sie haben einen Talkbot entwickelt, der stundenlange Unterhaltungen führen kann. Sie haben eine Sprachsteuerung für einen Roboter entwickelt, der auf Gesang reagiert beispielsweise. Und vielerlei anderer Projekte, die wir auf der Website link-niedersachsen.de vorgestellt haben. Und was für uns ganz wichtig war, war die Frage, ob die neue Technologie das künstlerische Handeln und Produzieren dominieren würde oder ob es sich gut in das künstlerische Arbeiten generell einpasst. Und glücklicherweise war Zweiteres der Fall und es hat uns sehr beeindruckt, weil die Fragen, die an die Technologie und auch die eigenen Prozesse gestellt wurden, absolut faszinierend waren und ich glaube auch gesellschaftlich sehr relevant, weil diese Fragen unbedingt beantwortet werden müssen, damit wir als Gesellschaft mit der Technologie langfristig glücklich und harmonisch leben und arbeiten können. Und ich kann Sie heute schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir in Kürze das gesamte KI-Schulmaterial online stellen werden. Also alle Videotutorials, alle Programmierübungen, die haben wir extra überarbeiten lassen und wir werden das auf Createx zur Verfügung stellen, damit Sie alle, wenn Sie Interesse haben, das Material durcharbeiten können und wir einfach dieses gute Material nicht in der Schublade oder im Schrank belassen müssen, sondern es ins Land geben. Daran schloss sich ein drittes Element an. Also wir haben eine Einführung gemacht, wir haben eine Weiterbildung gemacht und dann wollten wir wissen, was passiert eigentlich, wenn wir die Kulturexperten und Expertinnen und die KI-Experten und Expertinnen zusammenbringen. Und das sehen Sie hier visualisiert in diesen beiden Kettengliedern. Wir haben die Link Masters ins Leben gerufen in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung, also einer wissenschaftsfördernden Stiftung. Und wir haben europaweit ausgeschrieben und nur Personen gesucht, die Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit haben. Und die haben wir für einen 3-tägigen Workshop eingeladen. Wir haben über 200 Bewerbungen aus 8 europäischen Ländern bekommen und hatten tatsächlich nur 45 Workshop-Plätze zur Verfügung. Durch die Pandemie haben wir diesen 3-tägigen Workshop dann ins Digitale verlegt und mit 2 Prozessmoderatorinnen trotzdem sehr, sehr intensiv und sehr bereichernd umgesetzt. Und der Workshop sollte die Basis legen für eine spätere gute Zusammenarbeit in heterogenen Teams. Das heißt, die einzelnen Teilnehmenden mussten sich gegenseitig gut kennenlernen, mussten auch realisieren, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen, aus der Informatik kommend oder auch aus verschiedenen Kultursparten kommend.
Und sie mussten realisieren, was ist für sie persönlich ein No-Go, beispielsweise in der Teamzusammenarbeit. Und aus diesem Workshop haben sich dann Teams gebildet und sich um einen sogenannten Planning Grant, sowas wie so ein Arbeitsstipendium, beworben. Wir haben 10 Projekten Gelegenheit gegeben, in 6 Monaten mit jeweils 10.000 Euro Feinkonzeptionen zu entwickeln oder erste Prototypen zu erstellen. Und nach 6 Monaten haben sie sich der Jury erneut präsentiert und sich dann für einen von 3 Full Grants beworben. Und diese 3 Full Grants, die arbeiten jetzt gerade noch, stehen kurz vor dem Abschluss und werden in Nürnberg, also sollten Sie Ende Juni nichts vorhaben, in Nürnberg werden wir einen Abschlussworkshop machen Ende Juni diesen Jahres. Also schreiben Sie mir, wenn Sie Interesse haben zu kommen. Ansonsten versuchen wir es auch ins Land zu streuen. Also das Wave Lab sollte unbedingt dabei sein und so. Aber Link ist glücklicherweise nicht das Einzige, sondern in der letzten Zeit sind eine ganze Reihe von hochspannenden Kultur-KI-Projekten ins Leben gerufen worden. Eines davon, das haben Sie ganz sicher in den Medien wahrgenommen, war das Projekt Beethoven X und mit Sponsoring von der Telekom. Wurde dort das gesamte Werk von Beethoven, aber auch von den ihn inspirierenden Musikstücken in eine KI gegeben und sie wurde beauftragt, Beethovens 10. Sinfonie zu Ende zu schreiben. Und um das Ganze dann noch ein bisschen spannender zu machen, auch begleitet natürlich durch ein interdisziplinäres Team, haben menschliche Musiker, nämlich ein Orchester aus Bonn, das Ganze dann aufgeführt. Und die Musikwelt hat darüber sehr heiß diskutiert. Viele oder einige Musikkritiker, die ich im Radio beispielsweise gehört habe, die hat man verständnislos, warum man das überhaupt macht. Und darüber haben sich doch die Musikprofessoren Jahrzehnte, Jahrhunderte Gedanken gemacht, über dieses Stück und so weiter. Ich muss sagen, ich finde solche Experimente immer gut, immer bereichernd, fast egal, wie das Produkt am Ende dabei aussieht, weil an diesen Prozessen können wir total viel lernen. Wir werden in 5 bis 10 Jahren zurückschauen und sagen, okay, der Weg, der lohnt sich nicht weiter einzuschlagen, da biegen wir wieder ab, wir machen was anderes draus. Aber wenn wir diese Experimente nicht machen, wenn wir nicht auch wagemutig sind, irgendwas auszuprobieren, was sich vielleicht am Ende als Quatsch herausstellt, dann werden wir das nicht wissen, sondern wir laufen dann in einer etwas eingeschränkteren Struktur weiter. Ein anderes spannendes Projekt ist eher in der Wissenschaft verortet, nämlich Curator. Das ist ein großes Netzwerk, ist wirklich mit großem Geld finanziert. Und da sind unzählige Partner dabei, zum Beispiel große Medienanstalten. Und es geht um Kuratierungstools, also KI-Tools, die Texte, Bilder, andere Inhalte kuratieren und in ein bestimmtes Format geben können. Und da sind auch Kulturprojekte beteiligt. Beispielsweise ein Vorreiterprojekt dazu hat an dem Stasi-Archiv in Berlin gearbeitet. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man für ein Magazin, für eine Veröffentlichung, aber auch für eine Ausstellung aus unterschiedlichen Quellen, also zum Beispiel aus einem Museumsdepot, also einer Datenbank oder auch ein Archivmaterial, also verschiedene Medien zusammenbringen und Querverbindungen herstellen kann. Ausgesprochen lohnenswert und kein Mensch kann diese gesamte Datenbasis alleine erfassen oder bearbeiten. Ein anderes spannendes Projekt auch bei Ihnen in der Nähe, nämlich wiederum im Zukunftsmuseum Nürnberg, arbeitet mit Multiple People Tracking. Und hier, das ist eine Visualisierung, das ist nicht ein reales Bild, sondern das stammt noch von dem Pitch des Projekts, arbeitet damit, Besuchende in einer Museumsausstellung zu verfolgen und ihre Reaktionen auf die verschiedenen Exponate zu analysieren. Das Ziel war, dass auch Emotionen abgelesen werden können. Und ich aus dem Ausstellungsbereich komme, finde es natürlich ausgesprochen
erhellend, wenn man weiß, wie Leute sich durch eine Ausstellung bewegen. Es gibt schon seit 20, 30 Jahren gibt es Agenturen, die sowas anbieten durch menschliche Beobachtende. Aber natürlich kann man hier auch auf künstliche Intelligenz zurückgreifen. Und der Vorteil dabei ist, also in diesem Fall hier, dass die ganzen Daten DSGVO-konform direkt auf dem Gerät interpretiert und nicht gespeichert werden, sondern es werden dann nur Bewegungsmuster neutral sozusagen gespeichert und ausgewertet. So, dann kommen wir in eine andere Kultursparte, nämlich Film. Vielleicht sind Sie noch nicht drauf gekommen, aber auch KI kann im Filmbereich ausgesprochen viel machen. Und es gibt eine Plattform, Largo heißt die. Da kann man ein Drehbuch, was man geschrieben hat, einspeisen und dann werden einem Verbesserungsempfehlungen für die Spannungskurve gegeben oder auch Vorschläge, wie man die einzelnen Charaktere besetzen könnte, also casten könnte. Und natürlich könnte man jetzt ketzerisch sagen, diese Plattform oder dieses Tool übernimmt die Arbeit von Menschen. Aber tatsächlich sind ja Kulturschaffende kreativ und nehmen auch manchmal einfach nur die Anregungen oder die Inspirationen, die einem solch eine Technologie anbieten kann. Also ich habe darüber mit einem Filmemacher gesprochen und er hat gesagt, also erstmal fand er es sehr interessant, zu welchen Ergebnissen das System kommt. Und auf der anderen Seite sieht er es so als Herausforderung oder auch als kreativen Impuls, wenn er sich seine Charaktere ganz anders vorgestellt hat und mehr so als Diskussionsgrundlage, nicht als finale Produktempfehlung oder Umsetzungsempfehlung. Etwas, was eher pragmatisch hilft in der Kulturarbeit, aber natürlich auch in Wissenschaft und Wirtschaft, ist es, wir haben ja all die letzten Jahre viele Besprechungen online durchgeführt. Und so ein kleines Unternehmen, Toucan, hat sich Gedanken gemacht, dass man nach solchen Besprechungen ja sehr viel Zeit investieren muss, um Protokolle zu führen und so weiter. Also haben sie sich ein Tool ausgedacht, das aus der gesprochenen Sprache während der Besprechung ohne Zeitverlust ein Transkript erstellen kann. Eine super Idee. Geprüft habe ich die Qualität persönlich noch nicht. Das heißt, dafür würde ich mich nicht verbürgen. Ich habe das mal mit genau das, nämlich ein Video, ein gesprochenes Video mit Microsoft-Produkten transkribieren lassen. Und das funktioniert auch relativ gut, aber es setzt häufig keine Satzzeichen. Das heißt, man hat sehr viel Arbeit aus diesem Text, teilweise Kauderwelsch oder unvollständige Sätze oder so, dann einen vernünftigen Text zu machen. Ich wäre sehr daran interessiert zu erfahren, ob Toucan das besser kann. Dieser Input sozusagen über die KI-Elemente, die in Microsoft Office-Produkten versteckt sind, ist ja praktisch schon fast veraltet mit der Textgenerierung über ChatGPT. Ich habe heute zufällig mit einem Freund telefoniert aus dem Marketingbereich und der sagte mir, es vergeht fast kein Arbeitstag, wo er nicht mit ChatGPT oder anderen Tools arbeitet. Also nicht, damit sie ihm die Arbeit abnehmen, sondern mehr in einem Kollaborationsprozess. Aber das sollten Sie mal unbedingt ausprobieren, nicht nur bei PowerPoint, sondern auch bei Excel oder in Word verbergen sich mittlerweile KI-Tools, meistens über so eine Feder oder irgendeine Form von Bearbeitungssymptom, das Ihnen Ihren Text dann analysieren und verbessern kann, wenn Sie das möchten. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen stärker in den künstlerischen Bereich kommen. Und zwar kann KI da ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Hier haben wir ein Bild von der Hannover Messe letztes Jahr, wo ich verschiedene KI-Kunstprodukte vorgestellt habe. Und hier sehen Sie einen Roboterarm, der einen One-Liner zeichnet. Der denkt natürlich nicht selbst, er macht keine Interpretation, sondern ein Computerprogramm sagt ihm, was er tun soll. Hier sehen wir dann also KI komplett als Ausführende, nicht selbst als Künstlerin natürlich.
Ebenso sieht es mit der Style Transfer Methode aus. Die ist großartig, um Menschen zu zeigen, wie diese Technologie arbeitet und was sich dahinter verbirgt und dass man ganz leicht Bilder in einen anderen Stil übertragen kann. Das ist ja, geht ja seit Jahren schon durch die Medien, hat aber natürlich auch nichts mit eigener Kreativität der Technologie zu tun. Dann wird es etwas kreativer. Hier haben wir einen Y-Garn. Ich habe Ihnen eben den herkömmlichen Garn mit einem Generator und einem Diskriminator erklärt. Hier gibt es zwei Diskriminatoren. Und zwar sind in diesem Beispiel, es kommt übrigens aus der KI-Schule, sind Architekturbilder und Oberflächenmuster eingespeist als unterschiedliche Quellen. Und der Output muss beidem entsprechen. Das heißt, man muss Architektur erkennen und man muss Oberflächenmuster erkennen können. Und erst dann werden diese Bilder akzeptiert. Hier muss die KI also schon etwas kreativer werden. Dann haben Sie vielleicht schon mal von dem Künstler Pindar van Aman gehört. Der hat eine ganze Armee von malenden Roboterarmen, die ganz unterschiedliche Stile können. Und früher war es so, also noch vor wenigen Jahren, dass die Roboterarme selbst nur die Ausführenden waren. Aber mittlerweile ist es möglich, dass sowohl die Bildgenerierung als auch ein Abgleich mit dem Idealbild sozusagen erfolgen kann und die Maschine trotzdem noch ausführt. Und diese Kombination enthält natürlich auf eine Art und Weise mehr Kreativität. Und jedes Bild ist einzigartig, weil die Programme so konzipiert sind, dass sie immer kleine Unterschiede einbauen. Etwas, das Sie ganz sicher alle schon mal ausprobiert haben, ist die Bildgenerierung über DALL-E bzw. Stable Diffusion, die eine neue Form auch von Beruf erschaffen haben, nämlich das Prompt Engineering. Es gibt schon Stellenanzeigen, wenn Sie mal schauen, für Prompt Engineers. Und dass Prompts ganz unterschiedlich sein können, auch unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen, das sehen Sie an diesem sehr extremen Beispiel. Wir haben rechts einen minimalen Prompt und links haben wir einen extrem konkreten Prompt, der genau sagt, welcher Filter, welche Stimmung, Regen, ein bisschen Unschärfe, ein bestimmter Stil, bestimmte Zeit. Und je konkreter oder definitiver der Prompt ist, umso mehr passt dann auch das Endergebnis in die eigenen Erwartungen hinein. Hier haben wir eine ganz spannende Kombination eines Roboters, natürlich, die meisten Roboter haben Namen. Dieser hier heißt Frida. Und Frida verbindet ebenfalls Bildgenerierung und diese anderen Elemente, Text-to-Speech, und kann das Ganze dann auch noch malen und sich womöglich noch entscheiden, welche Farbe, also welche Art von Farbe oder künstlerischen Tools sie benutzen möchte. Und da merkt man natürlich wieder dieses menschliche Bedürfnis, auch Maschinen zu personalisieren. Ein ganz interessantes Beispiel, was die Kollaboration zwischen Menschen und Maschinen zeigt, ist das Künstlerduo Vavara und Ma. Hier sehen Sie als finales Produkt eine 3D-Druck-Keramik. Man muss dazu sagen, sie wirkt, Sie sehen das auf den Bildern im Hintergrund, so ein bisschen wie eine antike Skulptur. Die Datenbasis wurde durch Machine Learning interpretiert. Der Entwurf wurde auch durch KI dem 3D-Drucker mitgeteilt. Dann haben Menschen geholfen, auch bei der farblichen Gestaltung. Und das ist das eigentlich, was die meisten Kunstschaffenden inspiriert, nämlich die Kollaboration mit der Maschine. Und das sieht man auch an folgendem Beispiel. Das ist die Künstlerin Claire Silver, ganz groß auch im Bereich NFT.
Kunstwerken und so. Sie hat ein Selfie von sich gemacht und hat das mit einem KI-Tool, nämlich Prose Painter, immer wieder verändert. Die KI in diesem Programm hat Veränderungen vorgeschlagen und sie hat sie dann wieder angepasst. Dann hatte wieder die Maschine Aufschlag und hat Veränderungen vorgenommen, bis dann am Ende dieses Bild dabei rausgekommen ist. Das heißt, wir haben einen mehrstufigen kollaborativen Prozess. Und wenn Sie sich hier weiter vertiefen möchten, es gibt mittlerweile ganz hilfreiche Listen, welche kreativen Tools Sie im Bereich KI benutzen können. Hier habe ich mal ein Bild von der Seite Designer in Action. Ich habe das aber auch schon auf anderen Seiten gefunden. Also einfach mal in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben und dann werden Sie ganz sicher fündig. Etwas, was Sie vorhin angerissen gesehen haben, was ich Ihnen hier aber noch mal sehr ans Herz legen möchte, ist, es gibt kaum jemanden, der den vollständigen Überblick hat, was gerade im Kulturbereich mit oder kreativwirtschaftlichen Bereich mit künstlicher Intelligenz passiert. Aber die Plattform Creatix versucht das zu bündeln, und zwar über alle Kultur- und Kreativsparten hinaus. Das heißt, sie haben nicht wie üblich die Museumsszene kennt die KI-Museumsprojekte, die Theaterszene kennt ihre wiederum, sondern spartenübergreifend ganz bewusst. Und hier können Sie alle möglichen Medieninhalte finden, Sie können Personen finden, wenn Sie schon immer mal mit jemandem zusammenarbeiten wollten, Sie finden Ausschreibungen und Events und bald auch die KI-Schulmaterialien. Also schauen Sie mal vorbei, wenn Sie eigene Projekte haben oder andere Hinweise, füttern Sie die gerne ein. Rechts oben finden Sie immer den Button Beitrag einreichen und ein sehr einfaches Formular, dem hinterlegt. Dann kommen wir zum Abschluss und zur Zukunftsfrage. Wie könnte die Zukunft von KI und Kultur aussehen? Ich habe Ihnen ganz bewusst diese recht einfache Grafik hier einmal vorgestellt, weil das ist genau das Treffen, da kann man es fast nicht ausdrücken, mit dem wir uns tagtäglich herausgefordert sehen. Wir denken immer nur in unseren Möglichkeiten, aber wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen Mut haben für Experimente. Wir müssen sozusagen hinter diesen schwarzen Vorhang greifen und etwas rausholen oder die Grenze unserer Vorstellungskraft weiter verschieben. Und damit möchte ich Sie herausfordern und jetzt gerne zu einer gemeinsamen Diskussion und zu Rückfragen einladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.